Ja, Jogi Bitter hier im Minden der Trikotmuseum. Neben Ihnen das Trikot vom WM-Finale 2007. Was verbinden Sie denn mit dem Trikot? Na gut, das ist natürlich eine der ganz großen Erinnerungen. Also die Medaille ist klein und handlich, kann man überall mit hinnehmen, wenn man möchte. Aber in dem Trikot hat man selber gespielt, dort hat man das Finale selber erlebt. Und das ist für mich eigentlich das schönste Erinnerungsstück, was ich habe. Haben Sie eine besondere Erinnerung, irgendeine Szene im Kopf an das Spiel, also ans Finale? Ja, na schon. Also ich bin ja dann nach der Verletzung von Henning Fritz eingewechselt worden, habe dann am Anfang nicht so gut gehalten. Die erste Welle ging rein und dann habe ich dann zum ersten Mal einen Gegenstoß gehalten. Wie gesagt, in diesem Trikot, und das war die entscheidende Szene für mich im Finale.